Dass der Name Jesus den Menschen dieser Welt ein Anstoß ist, das wissen wir nicht erst seit heute. Der Name Jesus erzeugt in vielen Menschen ein Unbehagen oder auch eine wahre Ablehnung, wohingegen alles andere toleriert wird. Nun hat sich in einem Coca-Cola-Store, ich meine in den USA, eine Szene abgespielt. Man kann dort an einem Automaten seine Coca-Cola-Dose personalisieren durch eine Aufschrift. Alles wird akzeptiert. Allah, Buddha, Satan. Alles kann man draufschreiben, aber Jesus nicht. Da blockiert der ganze Automat. Ich zeige es euch. At the Coke store, you can personalize a message. You can put Allah loves you. Or you could even put, let me see, let's just try it out. Buddha loves you. But you cannot even type in the word Jesus. We cannot allow this text on the can. Everything else is good though. Even if I put, let's see, Satan. Oh no, bro. Hold on. Satan loves you? You could put that. You could put Satan loves you, Allah loves you, Buddha loves you. But when you type in this word, you can't even type the word here. That's crazy. That's ridiculous. Was nehmen wir daraus mit? Nämlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Im Johannesevangelium Kapitel 1 sagt der Herr Jesus Christus schon, dass er als Licht in diese finstere Welt gekommen ist und die Menschen haben ihn abgelehnt, weil sie die Finsternis mehr lieben als das Licht, denn ihre Werke sind böse. Und er gibt uns auch den Weg vor, den wir aus dieser finsteren Welt hinausgehen sollen, denn er sagt, wer mir nachfolgt, wandelt nicht mehr in der Finsternis, sondern hat das Licht des Lebens. Wir wissen durch solche Ereignisse immer wieder, dass wir auf dem richtigen Weg sind, wenn wir dem Herrn Jesus Christus nachfolgen und den katholischen Glauben leben und praktizieren. Von daher, liebe Zuschauer, verliert nicht den Mut, stärkt euch im Glauben, lebt aus den Sakramenten und bleibt im Gebet.